Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei Truck Driver und hier werden wir heute weitermachen. Wir sind ja hier zur Baustelle runtergetürmt, um hier ein paar Aufträge anzunehmen. Ob wir denn welche kriegen, fahren wir jetzt mal gucken, ne? Aufträge. Ja, da haben wir eine. LKW anlassen. Da steht unser Auflieger. Also die Tour habe ich noch nie gefahren. Bis jetzt habe ich sonst immer nur oben beim Fischtypen da oben gefahren. Sieht nach Pflastersteine aus, die wir hier fahren, ne? Ja. Ne, Palisaden sind es. Oder Rasenkanten, besser gesagt. Wir fahren Rasenkanten, das sind Rasenkanten. Komisch geladen, muss ich ganz ehrlich mal sagen, wenn man das von oben anguckt. Warum sind die beiden quer? Naja, ist auch egal. Aber kein Gurt rum, keine Ladungssicherung. So, dann bringen wir die doch mal weg. Ist zwar nicht weit, aber sie wollen sie geliefert haben, dann kriegen sie das auch. So fahren wir mal eine Tour auch mal von einer anderen Bude, nicht immer nur für einen und denselben. So, weiter geht's. Ja, ich hoffe wirklich so sehr, dass sie dieses Spiel noch ein bisschen weiterentwickeln, weil. Oh, wir haben Fähigkeitspunkte erhöht. Man muss ja ganz ehrlich sagen, das Spiel hat wirklich Potenzial. Das muss man nun mal schon mal so sagen, wie es ist. Deswegen hoffen wir mal, dass wir es weiterentwickeln. Das wäre auch eine größere Karte, das wäre wirklich wichtig. Größere Karten, dass sie vielleicht doch mal versuchen, die ein oder andere Lizenz zu holen. Von den LKW-Herstellern. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wir werden auf jeden Fall den Let's Play dieses Spiel mal völlig ausrutschen, bis zum letzten Ende fahren. Also werden noch ein paar Folgen kommen. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte, ne? Vierte Folge. Genau, wir hatten die beim ersten, dann hatten wir die Auslieferung letztens gemacht. Ja, das ist die vierte. Vor allem die Geräuschekulisse müssen sie ändern. Dass man den Blinker auch von außen hört, das ist extrem doll. Was? 80 Euro haben wir nur gekriegt? Na, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Naja, wenn wir für die nächsten wieder ein bisschen mehr Geld kriegen, fahren wir natürlich gerne. Aber ist wenigstens mal eine andere Mission, ne? Du hast etwas Neues freigeschaltet. Ui. Ah, ne, jetzt kommen ein paar Euros dazu. Wichtig sind halt die XP-Punkte, ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Kurzstreckentransport. Was nehmen wir? Habe ich beide noch nie gefahren. Wir nehmen jetzt mal. Fähigkeitsstufe erhöht. Hupe hört sich schon mal schon laut an. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen über den Grünstreifen hämmern, ne?
eine kleine Ingame-Musik wäre jetzt nicht schlecht, ne? Die man hier so hätte laufen lassen. Oh. Mein erster Unfall. Oh, komm, wir ziehen uns das auf Fähre, wir fahren einfach mal weg. Der LKW ist beschädigt, oh nein. Unser erster Unfall. Ich wollte gerade schon sagen, ich weiß schon gar nicht, wie ich die Folgen mehr nennen soll, oder wie ich die Folgen nennen soll. Jetzt haben wir es. Das war aber auch wirklich gerade, ja, ich bin auf der Bremse getreten, hat sich aber nichts getan, so richtig. Aber komm, der gibt auch erst Gas zum Weiterfahren und dann bleibt er aber doch plötzlich stehen. Kletter hoch den Berg hier. Oh, nicht so schnell fahren. Muss ja nicht sein, dass wir nach dem ersten Unfall hier noch das erste Blitzerfoto kriegen. Den haben wir nicht viel verdient, würde ich mal sagen. Ich habe gar nicht gesehen, haben die uns dafür über was abgezogen? Ist auf jeden Fall schon mal eine längere Tour, ne? Also mal ein bisschen weiter weg wie nur um die Stadt rum. Ja, so ist das. Komm, gib Gas. So, komm, gib Gas. Ich will da noch mal drüber. Ist ja fürchterlich. Geräuschekulissen selber so auf Autobahn, so die Rollgeräusche, na, die hören sich ja schon mal recht gut an. Toll. Toll, jetzt haben wir doch noch ein Foto gekriegt. Hier sind doch 70 erlaubt. Bin ich doch gerade eben gefahren. Sogar 80. Ach, den will ich nicht. Hier sind sogar 80 erlaubt. Will er mich gerade rollen? Naja, was soll's. Was soll's, was soll's? Das ist auf jeden Fall eine teure Tour hier, du. Nächste Frage, wo tankt man hier eigentlich? Tankt man hier an der Garage? Würde mich jetzt auch mal so interessieren. Ich habe hier noch nie so eine Tankstelle gesehen. Fahren wir mal gleich mal gucken. Wir sind ja jetzt eh hier hinten in der Ecke. Thank you.
Na gut, es gab wenigstens doch ganz gut Geld, ne? Weil Charlie Dover bezahlt sowieso ganz gut, muss man sagen. Ich bin auf der Vorfahrtsstraße und der klaut mir die Vorfahrt. Habt ihr das gesehen? Ich war noch nie weit in der Garage. Jetzt bin ich mal neugierig. Mal gucken, was hier so passiert. Was wir hier so anstellen können. Den will ich haben. Kostet 14.000. Also der ist mir schon zu groß am Anfang. Immerhin haben wir noch nicht frei. Okay, da würde ich eher den nehmen. Scania haben wir auch noch nicht frei. Achso, die haben alle mehr Power, würde ich mal sagen, hier hinten, ne? Aber der würde mir schon gefallen. Aktuell haben wir den. Erstmal reparieren, wir haben ihn gerade 250, kostet das. So. Noch alles gespielt, wir könnten nur grün nehmen. Machen wir uns einen giftgrünen LKW, wa? Warum hat er das erste nicht genommen? Die zweite hat er nicht genommen, ne? Doch, hat er. Und was ist mit der Stoßstange und den Rest? Das sieht ja wohl hässlich aus. Ne, dann können wir es auch Standard lassen. Das sieht ja wohl sonst total hässlich aus. Also da müssen sie aber noch mal ran, würde ich mal sagen. Definitiv. Motoren können wir noch nichts machen, Stoßstangen auch nicht. Kabine haben wir schon die größte drauf. Rückseite haben wir auch, Vorderseite. Oh ja, Lampenbügel würden ganz gut aussehen. Aber dann hätten sie die eher mit Bullfänger, eher mit Sonnenblende machen müssen. Na gut, wenn, dann würde ich eher die nehmen. Wir können hier noch nicht viel machen. Wir müssen unbedingt noch ein bisschen Gas geben, würde ich mal sagen. Egal, wir haben unseren LKW repariert. Ich denke mal, wir werden hier drauf zuarbeiten. Du hast nicht genug Geld. Aber ich würde mal sagen, das ist auch noch nicht unser LKW, ne? Der ist ja nur der Standard-LKW, den wir am Anfang haben. Ja, dann werden wir uns mal auf den Weg machen, wieder zum nächsten Auftrag. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, wo ich tanken tue. Ich muss mal auf die Karte gucken. Da ist Tankstelle. Wollen wir da jetzt den Wegpunkt setzen? Können wir da hinten einen tanken fahren? Gut. Passen auf, dass auf Rücktour jetzt nicht auch wieder geblitzt werden. Geblitzdingst.
steht, hier steht nicht mal was dran, wie viel wir fahren dürfen. Aber die haben uns fotografiert, sehr schön. Diesmal bekommt ihr mich nicht. Steht auch nur auf der anderen Seite der Blitze, das gibt's ja wohl nicht. Oh, wenigstens ist der LKW durchgewartet, das ist ja auch schon mal was. Also was ich sagen muss, was sie hier besser hingekriegt haben wie bei ETS, ist das Fahrgefühl vom LKW Solo, ne? Also ich finde, er bricht nicht so extrem auf, wenn man mit der Solo-Maschine fährt. Da hat man zum ETS natürlich doch ein bisschen. Aber gut, man muss auch sagen, beim ETS kann man ja auch, fahre ich ja meist auch mal mit den großen Motorausführungen, ne? Mit den stärksten überhaupt, da hat er natürlich auch ein bisschen mehr Power. So sieht das so cool aus, wenn man so sieht, das weite Meer, ne? Das hat ja schon mal ein bisschen was. Da unten den Leuchtturm, das alles so sieht. Aber ich denke mal, hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial drin in dem Spiel. Treten die schon wieder auf die Bremse? Gibt's ja wohl nicht. Aber ich denke mal, dass ich mal schauen werde, dass ich mit uns einfach mal ein bisschen Geld ranfahre, dass wir uns vielleicht beim nächsten Mal unseren ersten eigenen LKW kaufen werden, also was Vernünftiges. Gut, 14.000 brauchen wir dafür, ich habe noch 3-4 Aufträge fahren. Offline, dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Oh, gibt's ja wohl nicht, warum bremsen die einfach? Die Vorfahrtsregeln anders wie sonst wo, oder wie sehe ich das so? Gut, dann müssen sie sich jetzt alle an meine Regeln gewöhnen. Kommen sie nicht mehr drum herum. Ja, aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende von dieser Folge. Wie gesagt, ich werde jetzt mal ein bisschen offline ein paar Touren fahren, damit wir ein bisschen Geld kriegen und noch einen zweiten oder überhaupt einen LKW kaufen können. Und damit bin ich raus. Sagt bis zum nächsten Mal und denkt dran, lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich mega drüber freuen. Ciao, ciao.